So, und zwar fahren wir mit der Republik hinter mir. Egal was die tut, wir fahren hinterher. Das sieht auch interessant aus. So. Wir setzen uns auch so langsam in Bewegung und wir fahren der Republik hinterher. Knappe Nummer. Wir kleben jetzt so hart an der Republik ihrem Hintern. Boah, der hat schon gut Schaden gerade gefressen. Von der Yamato. Jetzt schießt sie auf mich. Ja, sowas kann Spieler entscheiden, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Oh, die Yamato Montana war's. Lohnt sich das aus der Entfernung mit AP drauf zu ballern? Sechs Abpraller.
Hauptturm kaputt. Okay, das müsste die aber jetzt eigentlich killen. Okay. Gut Job. So, jetzt haben wir unseren Buddy, die Republik, im Stich gelassen. Kommen Sie zurück. Der ist da komplett auf dem offenen Meer, ne? Das ist halt das Thema. Ich bin aufgedeckt, während er da hinten nicht aufgedeckt ist. Autopilot aktiviert. Nee, ich sollte mich da nicht mit ihm anlegen. Habe ich so das Gefühl. Der macht auf jeden Fall da Green Camping. Das ist schon gecampt, ne? So, ich bin hier hinterm Busch. Kann ihn einer aufdecken? Bitte. Bitte schön. Sehr gut. Noch sieht er mich nicht. Komm, die müssen auch noch sitzen. Den Rest. Er wird wahrscheinlich nicht mehr sitzen. So, von den Punkten her. Welches Shit. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Oh, das war auf jeden Fall eine krasse Salve. Rennen. Dankeschön. Ja, gar kein Problem. Eieiei, kriegt ihr hier einen aufs Brett? Ich stehe noch gut im Saft, Leute. Ja, wir stehen auch kurz vor dem Sieg. Mal hier
den schwarzen Peter an die Wand. So, wir können noch ein bisschen eindrehen. Der fokust uns nämlich gerade nicht. Aber irgendwer anderes hat es getan. Welche Sau war das? Die Montana bestimmt. Die nimmt mich jetzt raus, ne? Okay, da habe ich nicht aufgepasst, Leute, ey. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hätte einfach vorfahren sollen. Oh Gott, habe ich das Game weggeschmissen? Ah, das war mega ärgerlich, Leute. Das war richtig ärgerlich. Boah, volle Breitseite von der Montana. Komm, nimm sie raus. Bevor sie noch mehr Schaden anrichtet da. Boah, fast gar keinen Schaden gemacht. Die Montana hingegen macht echt viel Schaden. So. Oh nein, die Kurve ist geplatzt. Dafür aber auch die Yamato. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel, Leute. So, nimm die Montana jetzt raus, Yamato. Hopp. Schieß. Und treff. Sehr gut. Okay, 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 wir haben noch Chancen. So, jetzt alles drehen. Und dann voll in die Stalingrad rein. Mit allem, was du hast. Unsere Stalingrad macht hier gerade ein bisschen Action. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Schieß. Ja. Gut so. Bam. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Was labert der Observer da? So, die Yamato hat den Zerstörer hier im Blick. Muss natürlich extrem aufpassen auf die Torps. Die wird jetzt ordentlich getorbt haben da. Auf die Yamato drauf. Oder auch nicht. Oh, das wird ein spannendes Spiel, Leute. Stalingrad gegen Stalingrad. 5.500 gegen. Ah, der repariert sich gerade. Gegen 28.000. Yamato, mach doch irgendwas. Irgendwas muss er doch tun. Die Torps können doch gar nicht mehr kommen. Die wären schon längst da. Ja, die Yamato verliert gerade das Game. Glaube ich. Push. Push. Push! Los! Die andere Stalingrad hat jetzt schon wie viel Brandschaden? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Das ist ja ein Trauerspiel. Ja. Oh Gott sei Dank. Okay, Hauptproblem ist. Das ist ein Zerstörer. Gut ist, dass wir gerade außen einnehmen und dann zwei Punkte haben. Ja.
Jaminiscus fragt das richtig, warum er so lange gewartet hat. Ich glaube, er hatte Angst vor den Torps. Das war taktisch auf jeden Fall ganz gut. Ja, er hat viel zu lange gebraucht. Das stimmt. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, ob der den vorher besiegen kann mit seiner passiven sekundären. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber punktemäßig sollten wir jetzt gewinnen. Ja, aber geschwitzt bis zum letzten bitteren Ende, ey. Puh,